Wir sind heute im wunderschönen St. Johann in Salzburg. Ich zeige euch heute, wie man sich optimal auf Skifahren vorbereitet und aufwärmt. Los geht's! Wie ihr alle wisst, ist ein Skifahren ein Kraftsportart. Und damit es gleich vom ersten Schwung an richtig gut passt, müssen wir uns jetzt aufwärmen. Wir nehmen unsere Stecken und fangen einmal ganz leicht an, den Fuß zu schwingen. Von rechts nach links, diagonal. Und natürlich nicht vergessen, wir haben zwei Füße, also den zweiten auch so machen. Wir nehmen die Stecken, dann auf die Schulter und fangen ganz leicht zum Rotieren an. Steigern uns natürlich, damit wir irgendwann einmal fast 90 Grad zusammenbringen. Wir machen einen Ausfallschritt und bewegen uns in einer relativ tiefen Position immer von oben nach unten. Das machen wir ungefähr 10 bis 20 Mal. Wichtig ist auch, Oberkörper immer gut aufrecht und Blick nach vorne. Damit wir nicht nur die Oberschenkel dabei haben, sondern auch den Rücken, nehmen wir mal die Stecken in die Luft, stellen uns hüftbreit hin und gehen langsam nach oben und nach unten. Das Wichtige dabei ist, die Stecken immer aktiv Richtung Himmel strecken, damit wir unsere Rückenmuskulatur gut angespannt haben. Und für diejenigen, die jetzt noch immer nicht warm sind, Übung Nummer 5. Laufen am Stand. Aufgewärmt sind wir optimal. Jetzt kann es losgehen. Zum perfekten Skitag gehört natürlich Sonne genießen auch dazu. Herrlich.